Also wir haben die Lackieranlage 2008 installiert, da haben wir Flutanlagen bekommen und Handspritzstände und jetzt haben wir eben noch zusätzlich Roboter installiert, also wir haben zwei Roboter installiert, haben bei der Fördertechnik was umbauen müssen und haben auch noch zusätzliche Hochdruckbefeuchtung montiert und jetzt fahren wir mit dem ganz gut, diesem System. Die Firma Aktual lackiert die Fenster im Dreischichtverfahren. Nach der Grundierung im Flutverfahren erfolgt eine Intermediobeschichtung ebenfalls in einer Flutanlage. Im Anschluss an diesen Prozess werden die Teile abgenommen und geschliffen und gehen dann zur Decklackierung an den Roboterspritzstand. Wesentlicher Bestandteil der Aufrüstung der alten Lackieranlage war die Installation von zwei neuen Lackierrobotern an den Positionen der bestehenden Handspritzplätze. Der Roboter ersetzt die manuellen Lackierstände. Man kann mit denen natürlich viel effizienter lackieren als mit der Hand. Und man bekommt eine schönere, gleichmäßige Oberfläche als mit der Hand. Die Lackierroboter, die wir einsetzen, sind von der Firma CMA. Diese sind mit einer 2D-Erkennung hier im Hause Aktual ausgestattet, wobei ergänzend auch Schräglagen und Teiletiefe erkannt werden können. Es wurden hier zwei Roboter eingesetzt aufgrund der geplanten Kapazität und es können bis zu 120 Traversen in 8 Stunden über diese zwei Roboter in einem Durchlauf lackiert werden. Der Vorteile der von uns installierten CMA-Lackierroboter liegt neben der Flexibilität für die Kunden auch in der einfachen Bedienbarkeit. In allen von uns getätigten Installationen werden die Lackierroboter von den Menschen bedient, von den Kollegen, die früher von Hand auch die Teile lackiert haben. Es ist eine absolut beherrschbare Technik, unterstützt durch eine übersichtliche Bedienoberfläche. Die Herausforderung bei der Installation der Anlage war, auf den relativ beengten Platzverhältnissen eine vollwertige Roboterinstallation durchzuführen, ohne dass dabei die komplette Anlage verändert werden musste. Die Qualität bei den Robotern ist wesentlich konstanter als vorher. Man muss sich vorstellen, der Roboter kann natürlich von in der Früh bis am Abend lackieren, wird natürlich nicht müde. Und man kann auch, wenn zum Beispiel 4 Meter Teile sind, lackiert er halt von links nach rechts und von oben nach unten wirklich mit der gleichen Schichtstärke. Das, was ein Handlackierer natürlich sehr schwer nur schaffen kann. Die Firma Aktual ist überwiegend im Privatkundenbereich unterwegs und daher war die Flexibilität, insbesondere was das Thema Farbwechsel am Roboter angeht, sehr wichtig. Wir schaffen es in ungefähr 3 Minuten vollautomatisch den Farbwechsel an den Roboter separat durchzuführen und das sieht man auch in den Trocknern, dass immer wieder 3, 4, 5 Traversen in einer Farbe lackiert werden und durchaus bis zu 10 Farbwechsel am Tag nicht unüblich sind. Wir haben in dieser Anlage 3 Trockner zum Einsatz gebracht. Das sind sogenannte Umlufttrockner, die dafür sorgen, dass über eine hohe Luftgeschwindigkeit im Trocknungstunnel und eine leicht angewärmte Luft eine forcierte, schonende Trocknung der Teile ermöglicht wurde. Diese Art der Trocknung war damals in 2008 Stand der Technik. Im heutigen Fällen, wenn man noch die Trocknung etwas beschleunigen möchte, wäre hier auch noch die Möglichkeit, einen Halogentrockner nachzurüsten. Im Dezember 2020 sind wir mit der Aufrüstung der alten Lackieranlage aus dem Jahr 2008 gestartet. Eine Komponente, die nachgerüstet wurde, ist eine neue Hochdruckbefeuchtung, eine 3-Zonen-Hochdruckbefeuchtung. Wir befeuchten einmal die Zone nach der Grundierungsflutanlage, dann die Abtropfzone nach der Intermedio-Flutanlage und genauso die Spritzkabinen und den Abdunstbereich im Bereich der Roboterspritzanlage. Wir haben eine sehr kurze Installationsphase gehabt aufgrund von Corona. Die Einschulung ist trotzdem, dass sie relativ kurz war, sehr gut und präzise erfolgt. Und wir haben eigentlich
Nach 3 Tagen, wie die Anlage gelaufen ist, haben wir eigentlich ganz gut lackieren können und wir sind natürlich jetzt immer wieder dabei, Verbesserungen durchzuführen. Und das Ganze funktioniert wirklich sehr gut. Also wir sind sehr überrascht, wie einfach die Bedienung auch ist für die Roboter. Auch die Zusammenarbeit mit Rang und Heinen, auch mit den Mitarbeitern, ist sehr positiv gelaufen. Wir sind sehr zufrieden, ja.